Der nächste Redner ist Douglas Hoyer Strautmannsdorf, einer der jüngsten Abgeordneten. Er ist 27 Jahre alt und Verkehrssprecher der NEOS. Frau Präsidentin, Herr Minister, Hohes Haus. Der Kollege Ottenschläger, der ist noch im Raum, hat uns vorher vorgeworfen, dass wir immer nur mehr fordern. Ich glaube, Sie verstehen da einiges falsch. Wir fordern nicht mehr, sondern wirtschaftlich und nachhaltig. Das ist ein großer Unterschied. Sie haben auch erwähnt, dass wir relativ viel ausgeben, gerade im internationalen Vergleich und auch im europäischen Vergleich. Wir haben uns das auch angeschaut. Österreich gibt fast 3% des BIPs für Infrastruktur und Verkehrsmaßnahmen aus. Im Vergleich der europäische Schnitt liegt bei 1,9%. Und genau deswegen und genau da ist es extrem wichtig, darauf zu achten, dass wir wirtschaftlich und nachhaltig arbeiten und dass wir da eben keine weiteren Schulden anhäufen für die nächste Generation. In dem Zusammenhang sind uns einige Dinge aufgefallen im Budget. Ich kann leider aufgrund der Zeit nicht alle erwähnen, aber eine Sache möchte ich schon hervorheben. Sie schreiben zum Beispiel im Budget, dass Sie die Identifizierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Senkung der Kosten bei Investitionsprogrammen zur Schieneninfrastruktur fordern und wollen. Schön und gut, wir fragen uns nur, wie wollen Sie das genau machen? Wenn man weiterschaut, steht dann Abschluss von Verträgen mit Eisenbahn, Infrastrukturunternehmen bzw. Eisenbahnverkehrsunternehmen. Und da ist die Frage, was sind das für Verträge, die Sie da wollen? Sind das Verträge, die zur Direktvergabe, also die zu einem Ende der Direktvergabe so schnell wie möglich führen wollen? Sie haben in Ihrer Budgetrede 2023 angekündigt, dass ein Ende der Direktvergabe sein soll. Und da sind das Verträge, die jetzt dafür sorgen sollen, dass die nächsten Jahre die ÖBB noch einmal viel Geld bekommt, dass sie dann wettbewerbsfähiger ist, weil wir das sonst nicht hinbekommen. Wenn es zweites ist, dann ist es nicht nachhaltig und auch nicht wirtschaftlich. Und darauf werden wir genau achten in den nächsten Wochen und Monaten.